Herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf dem Kanal und wir sind im Green Room und zwar bin ich hier mit Pamina Lenn, Musical-Darstellerin aktuell bei Wicked in Hamburg unter Vertrag und auf der Bühne, kann man ja sagen. Schön, dass du hier bist. Schön, dass ich da sein darf. Wir tun jetzt einfach mal so, als wären wir jetzt nicht schon 2 Stunden irgendwie zusammen hier. Ja. Für alle, die sich fragen, warum Green Room, das ist ja eher so, kommt schon aus der Künstlerwelt eigentlich. Das ist ja allgemein gesagt der Pausenraum von Künstlern in jeglicher Art, egal ob im Musical oder im Theater oder auf sonst irgendeiner Veranstaltungsart und Weise. Also deswegen dachte ich, wir quatschen hier ein bisschen und beantworten natürlich auch ein paar eurer Fragen. Und ja, wer weiß, wo dieses Gespräch hinführt. Wir haben nämlich keinerlei Skript oder sonst irgendwas. Wir lassen uns einfach mal davon tragen. Wie ungewohnt für einen Musical-Darsteller. Kein Skript. Hey, immer mal was Neues. Immer mal was Neues. Ja, wo wir schon beim Thema Green Room sind, hast du irgendeine Erinnerung an einen Pausenraum, der dir irgendwie im Gedächtnis geblieben ist? Ja, tatsächlich, meine erste Stage-Entertainment-Show war ja Tanz der Vampire. Und ich habe angefangen im Palladium-Theater in Stuttgart. Mhm. Und das Palladium Theater Stuttgart hat einen total coolen Green Room, weil der so ein großes Fenster hat, wo du über die Felder drüber gucken kannst. Mhm. Und das ist voll entspannt und da sind so schön viele Kissen drin. Und da habe ich während der intensiven Probenphase dann ab und zu auch mal eine halbe Stunde geschlafen oder so. Also es ist ein cozy Green Room. Sehr cool. Meine erste richtige Erfahrung mit einem Green Room war, als ich mit einer Kollegin damals vom Starlight Express, ich habe ja vielleicht schon hier und da mal erwähnt, dass ich schon mal beim Starlight Express gearbeitet habe, da waren wir in Köln, im Konzerthaus in Köln war es, glaube ich, es war nicht der Musical Dome, da war die Rocky Horror Show und, wir haben dann einen ehemaligen Starlight-Darsteller dort besucht, der zu dem Zeitpunkt den Rocky gespielt hat, Vincent Gray, falls euch das was sagt. Und das war auch total witzig, weil wir wurden einfach so ins Theater mit rein, ja, wir gehören irgendwie dazu und er hat uns überall mitgenommen und dann sind wir in diesen Green Room reingegangen und wer liegt da auf der Couch und schläft gerade? Es war Stuart Matthew Price, der da so gerade so nach einer Doppelshow, also während einer Doppelshow, also zwischen erste und zweite Show, sich da einfach ein bisschen entspannen wollte. Und dann kommt Vincent mit uns zwei im Schlepptau irgendwie rein und fängt an zu erzählen und so. Ich weiß nicht mehr genau, was Stuart dann gesagt hat, aber es war irgendwie so ein leicht komisches Erlebnis, weil dann halt so jemand mit Perücke und Make-up irgendwie so liegt und schläft. Also es ist irgendwie dieser andere Blick in die Theaterwelt ist irgendwie sehr, sehr spannend und witzig, auch wenn es nicht um auf der Bühne oder vor oder hinter der Bühne geht, sondern irgendwie abseits und dann trotzdem irgendwie irgendwas Komisches passiert. Ja. Nee, Stuart Matthew Price ist ein toller Sänger und Darsteller, finde ich ganz fantastisch. Der war auch, nachdem er dann wach war, war er dann auch total lieb und nett und saß dann auch zusammen mit uns am Tisch und wir haben irgendwie über alles Mögliche gequatscht. Also es war, obwohl das so unsanft von uns geweckt wurde, war das dann doch irgendwie noch ein schönes Erlebnis. Aber er hatte dann angekündigt, dass er viel zu müde sei, um die zweite Show dann noch richtig geil zu machen, was dann natürlich total untertrieben und eindeutig gelogen war, weil den einen Song, den einen Ton bei There's a Light, den zieht er so unendlich lang, er ist gar nicht mehr beleuchtet, er ist gar nicht mehr zu sehen, es geht gar nicht mehr um ihn, sondern die Szene mit Brad und Janet geht einfach schon weiter und du hörst ihn immer noch, wie er dann irgendwie diesen Ton da oben hält und du denkst so... Weil er solide ist, dieser Ton. Warum dann nicht auch halten, wenn er noch da ist? Aber nee, das wird nicht gut, nee, heute nicht. Nee. Und du sitzt dann da und denkst so... Ja. Gänsehaut überall. Ja, nee, ganz fantastisch. Ich habe ihn tatsächlich, ich habe ihn als Riff-Raff einmal gesehen und dann, das war damals noch, bin ich privat mit meiner Familie in die Show gegangen und dann hatten wir mal wie so ein Klassenaustausch, als wir Vampire im Musical Dome gespielt haben, waren die gerade im Kapitol in Düsseldorf. Genau. Und dann sind die gekommen und haben uns angeguckt und wir sind hingegangen und haben die angeguckt. Ja. Und da hat er dann tatsächlich Frankenfurter gecovert, was ich auch mega fand. Also für mich ist er der ultimative Riff-Raff. Ich habe noch nie einen cooleren Riff-Raff als Stuart gesehen. Ja.
Aber Frankfurter war auch richtig cool. Und als sie die Show gesehen haben, habe ich tatsächlich Sarah gespielt. Also, und dann habe ich nach der Rocky Horror Show zu ihm gesagt, ja, jetzt habe ich ungefähr genauso viel von deinem Hintern gesehen, wie du von meinem. Sehr schön. Aber du hast gerade auch angesprochen, als du mit deinen Eltern noch quasi privat als Nicht-Darstellerin zu dem Zeitpunkt. Okay, genau. Da würde mich dann jetzt interessieren, was war die erste Show, die du gesehen hast? Also jetzt kann ich dir jetzt so genau gar nicht sagen. Meine Mama ist wahnsinnig theaterbegeistert. Mhm. Und die hat mich schon als kleinen Pümpf, also sobald ich irgendwie sitzen konnte, in alle möglichen Kasperle-Theater, Puppentheater, mhm. Kinderstücke reingeschleift. Das heißt, was da das erste war, kann ich dir gar nicht so genau sagen. Mhm. Ich weiß, dass das erste große Musical, was ich gesehen habe, war mit meiner kleinen Schwester, meiner Mama und meiner australischen Oma, mhm. damals in Sydney, Der Zauberer von Oz. Ah, okay. Weil schließt sich ein Kreis. Genau, total. Nein, weil der Zauberer von Oz damals durch Australien, was ja auch einen Spitznamen Oz hat, mhm. Getourt ist. Und da war damals auch so ein Kinderstar, die hat die Dorothy gespielt. Und mhm. es war auch ein echter Hund auf der Bühne als Toto und so. Und es war ein Riesending. Und ich weiß noch, wir sind vorher extra mit meiner Mama und meiner Oma noch shoppen gegangen und mhm. Haben so Glitzerschuhe gekriegt, damit wir auch Glitzerschuhe hatten wie Dorothy. Ne? Mhm. Und dann gab es dort vor Ort auch so Merchandise. Es gab quasi für jede Figur eine Barbie-Puppe. Und mhm. dann haben wir die alle gekriegt, also eine Dorothy und einen Tin Man und einen Scarecrow mhm. und diese ganzen. Und wir haben die auch noch irgendwo. Also das sind mhm. heute wahrscheinlich totale Sammlerstücke. Ja. Das gab es damals halt als Merchandise dort. Mhm. Krass. Und ja, das war mein erstes Musical auf jeden Fall, der Zauberer von Oz. Krass, was ja jetzt dann umso cooler ist, dass du ja dann jetzt quasi in Wicked spielst hier in Hamburg. Ja, also wenn meine Oma noch da wäre, hätte ich ihr auch sofort ein Bild von den Schuhen geschickt, mhm. die ich ja jetzt in der Show dann auch tragen darf als Besser. Ja. Da wäre sie bestimmt sehr nostalgisch geworden. Mhm. Gefällt es dir denn hier in Hamburg? Also du warst ja schon mal in Hamburg für Tanz der Vampire für 2-3 Monate oder so? Fünf Monate waren wir hier, ja. Stimmt, wir hatten 3 Grafenwechsel oder so in der Zeit, oder? Genau, also wir sind mit Matthias Edenborn damals hergekommen. Dann war auch nochmal David Arnsperger hier und Jan Ammann war auch hier, glaube ich. Ja, und ganz kurz zwischendurch hatten wir sogar mal Kevin als Erstbesetzung, aber nur für ganz wenige Shows. Aber der war zwischendurch mal kurz da, um, mhm. ich glaube, um diese Lücke zwischen Jan und David zu füllen. Denn es war Matthias, Jan, Kevin, David. Okay, also in 5 Monaten 4 Grafenwechsel quasi. Ich habe auch 2 davon zufällig mir angeguckt. aber jetzt bist du ja für Wicked quasi nochmal für wahrscheinlich längeren Zeitraum mhm. hier in Hamburg. Und hast du jetzt schon irgendwie so ein Gefühl für Hamburg entwickelt oder fühlst du dich wohl hier? Ja, also Hamburg ist eine total schöne Stadt. Ich liebe Hamburg wirklich, ich mag auch so... Mhm. Die Stimmung in Hamburg, das Einzige, womit ich mich nie anfreunden können werde, ist leider das Wetter. Ja. Also Schietwetter ist absolut nichts für mich. Mhm. Und das Verregnete, das stört mich wirklich jedes Mal. Mhm. Ich weiß nicht, ich bin, glaube ich, mehr jemand, der, also als halb Hessin, halb Australierin, ist man dann doch eher so Trockeneres gewohnt. Mhm. Aber wenn hier mal die Sonne scheint, dann ist es halt auch so richtig schön. Wenn die Sonne scheint, ist es richtig schön. Und das habe ich ja... Gott sei Dank jetzt bei Wicked auch ein paar Mal mitgekriegt. Also als wir Tanz der Vampire hier gemacht haben, waren wir ja leider nur in den Wintermonaten da. Mhm. Und da habe ich gar nichts davon mitgekriegt. Wir sind ja damals, glaube ich, im Ende September, Anfang Oktober gekommen und sind dann im Februar rüber gewechselt mhm. nach Köln. Das heißt, es waren halt nur die kalten Monate. Und jetzt habe ich ja den Sommer hier auch mitgekriegt, mhm. weil wir im Sommer hier schon geprobt haben. Und das war auch wirklich schön. Also Hamburg ist eine sehr schöne Stadt. Auch sehr teuer, muss man dazu sagen, leider. Ja, ja. Also wenn man hier jetzt noch irgendwie eine schöne Wohnung in einem schönen Ortsteil haben möchte, dann muss man auch schönes Geld dafür bezahlen. Okay, aber leider, wo ist das mittlerweile nicht so? Das stimmt, also das stimmt, ist ja leider in allen schönen, großen Städten und Berlin so. Berlin ist da, glaube ich, nochmal... On top, on top, on top. Ich weiß ja, ich glaube, was war das teuerste? War es München in Deutschland? Ich glaube, ja. Mhm. Ja. Ich glaube, Hamburg ist auf Platz 2. Also vielleicht auch nicht mehr, weil Berlin ja irgendwie so krass aufgeholt hat. Die sind so durch die Decke gegangen. Mhm. Ja. Ja,
Aber also ich denke ja immer so, vielleicht bewegt das wieder und auch so viele Leute machen ja auch Homeoffice, die einen einfachen Bürojob haben. Einfachen Bürojob, in Anführungszeichen natürlich. Ja. Vielleicht treibt es die Leute jetzt auch wieder ein bisschen aus der Stadt raus. So. Ja. Also die Dörfer, die sind ja, oder kleineren Städte, die klagen ja eher eigentlich darüber, dass die jungen Leute vor allem weggehen. Also ich wäre voll dafür. Ich habe die Quarantäne ja auf dem Land verbracht. Und es war super. Und ich finde es auf dem Land wirklich, ich finde es ganz toll. Aber es braucht dann bessere öffentliche Anbindungen. Ja. Damit, wenn du in die Stadt musst, ja, dass es dann auch geht und du nicht eine Stunde auf deinen Zug warten musst. Neue Bundesregierung? Hast du jetzt gerade die Merkel-Raute dazu gemacht? Ich bin mir doch ein bisschen nostalgisch, dass du da bist. Ja, ein bisschen. Aber lass uns nicht über Politik reden. Das ist ein Brandherd. Da hat ja jeder eine sehr spezielle Meinung von der man sich natürlich auch nicht abbringen lassen möchte. Und ich möchte auch niemanden belehren oder so irgendwas. Belehren schon mal gar nicht. Ich kenne mich ja selber nicht so hundertprozentig aus, aber... wen ich wähle, ist ja auch Teil meiner Meinung. Ne? Und wir sind ja, auch wenn manche das nicht glauben, ein Land, in dem die Meinungsfreiheit doch gilt. Das heißt, es kann jeder seine Meinung haben. Ja, man muss sich auf ein bisschen Gegenwind gefasst machen wahrscheinlich, aber ansonsten ja. Aber genug von Politik. Lass uns doch nochmal einmal den Sprung zurück zu Wicked machen. Ja. Und zwar war auch eine der Fragen, die gestellt wurden von der Community, wie ist es denn für dich, die ganze Zeit im Rollstuhl zu agieren auf der Bühne? Mhm. Ist ja jetzt auch eine komplett neuer Aspekt für dich. Ja. Also es gibt ja zwei verschiedene Rollstühle. Es gibt ja den im ersten Akt, das ist so ein normaler manueller Rollstuhl. Also der ist auch nicht normal, denn da ist ja so ein Zaubertrick eingebaut, was den wahnsinnig schwer macht, diesen Rollstuhl. Okay. Ist das mit den Schuhen? Nee, der im ersten Akt hat so diesen Trick, wenn, also für alle, die das Stück kennen, es gibt diese eine Szene, in der Elphaba quasi ausrastet und sagt, ihre Schwester soll zu ihr zurückkommen. Und dann bewegt sich dieser Rollstuhl von alleine und ja... Dieser Trick ist halt im Rollstuhl eingebaut und das macht den wahnsinnig schwer. Also brauchst du ganz schön Muckis, um den zu bewegen. Ja, und im zweiten Akt ist da so ein elektrischer Rollstuhl mit so einem Joystick, was auch seine Tücken mit sich bringt, aber natürlich ist dann der körperliche Aufwand nicht so. Und was für mich die größte Herausforderung aber tatsächlich an dem im Rollstuhl sitzen war, ist, ich wollte Leute nicht enttäuschen, die tatsächlich im Rollstuhl sitzen. Also ich finde, es ist so, es geht bei der Rolle halt nicht anders. Du kannst nicht jemanden casten, der tatsächlich im Rollstuhl sitzt, zumindest nicht in der Bühnenversion, weil sie ja, Spoiler, früher oder später aufstehen muss. Ne? Und deshalb geht es leider nicht. Ich weiß, dass, also Stephen Schwartz war ja bei uns und hat uns auch gecoacht und der hat mit mir darüber gesprochen, dass sie im Film jetzt auf jeden Fall versuchen wollen, jemanden zu casten, der auch tatsächlich im Rollstuhl sitzt und dann mit CGI zu arbeiten, um die Person dann zum Laufen zu bringen. Einfach des Respekts wegen auch, ja. Ich werde nie zu 100% nachvollziehen können, wie sich jemand fühlt, der permanent im Rollstuhl sitzt, weil ich einfach... Wenn ich abgerollt bin von der Bühne, dann stehe ich auf und laufe hinten rum. Ja. Und ich habe aber so viele Diskussionen mit dem Kreativteam auch gehabt, dass ich möchte, dass das alles respektvoll dargestellt wird. Und ich glaube, dass im Vergleich zur Originalshow fahre ich sehr viel selbstständig. Also es war uns ganz wichtig, dass sie nicht ständig geschoben wird, sondern dass sie sich von alleine fortbewegt. Ja. Ich bin relativ mobil tatsächlich in diesem Rollstuhl. Ich mache viel mit. Ich bin ja auch extra in die Choreografie in Oskothek mit eingebaut worden. Also sie tanzt richtig mit. Ja. Und das war mir ganz, ganz wichtig. Und das war für mich die größte Herausforderung. Also ich habe wirklich immer wieder bis zum Choreografen und zum Regisseur hingegangen und habe gesagt, können wir das so machen? Ich will nicht, ich wollte, es war mir auch so wichtig, dass sie nicht einfach nur das Mädchen im Rollstuhl ist, ne? Sondern sie sollte eine eigene Persönlichkeit haben und die Leute sollen sich an Nessa erinnern, wenn sie aus dem Stück rausgehen und nicht sagen, ah ja, die eine im Rollstuhl. Ja. Ne? Ja. Also das ist mir so wahnsinnig wichtig gewesen bei diesem ganzen Aufbauprozess und ich glaube, dass wir da... aber auch viel getan haben und ich habe neulich tatsächlich auch mal jemanden im Rollstuhl im Publikum gesehen,
Und da ist mir beim Schlussapplaus, als die Person dann wirklich auch glücklich aussah, nachdem sie das Stück gesehen hatte und so. Ich weiß jetzt nicht, ob sie mit meiner Leistung im Rollstuhl zufrieden war, keine Ahnung. Mhm. Aber für mich war das so ein Moment, wo ich so dachte, ich hoffe, ich habe jetzt für diese Person hier das richtig repräsentiert. Ja. Weißt du? Ja. Und das ist für mich die größte Herausforderung. Also, dass man sich dann mal körperlich ins Zeug hängen muss mit Muskelkraft in den Armen und so, da hat ja jede Rolle so ihre Herausforderungen. Aber ich finde, es ist eine wichtige Message, die man sendet mit dieser Rolle und man repräsentiert so viele Menschen quasi. Mhm. Und dem wollte ich dann auch so gerecht wie möglich werden. Mhm. Ja. Ja, ganz schön. Das zeigt ja dann auch so ein bisschen das Herzblut, was du dann für dich selber in diese Rolle reinstecken möchtest auch, ne? Auch wenn das vielleicht vom Kreativteam gar nicht irgendwie vorgesehen war oder so, ne? Ja, also die haben da schon auch mit dran gedacht. Mhm. Und wir haben dann halt alle immer wieder uns so ins Gedächtnis gerufen und haben dann immer gegengecheckt, so ist das jetzt in der Szene auch tatsächlich erfüllt, dass sie nicht einfach so die Traurige ist, die irgendwo in der Ecke sitzt, sondern dass sie Teil des Geschehens ist und dass gezeigt wird, dass eigentlich nicht der Rollstuhl das Problem ist, ja. Also es ist ja so, sie denkt ja so die ganze Zeit, wenn sie ja nur laufen könnte, dann würde Moxie zum Beispiel auch akzeptieren. Ja. Aber es sollte so deutlich werden, dass das nur in ihrem Kopf ist. Mhm. Und dass eigentlich der Rollstuhl gar nicht so das Problem ist. Wir machen einfach jetzt schon mal eine Zuschauerfrage. Und zwar von Pauli Schuh. Oh. Kennst du sie? Ja, ist meine Freundin. Ah, okay. Sehr Hi, gut. Pauli. Dann kennst du die Antwort vielleicht sogar schon, aber die Frage ist, in welcher Fantasiewelt würdest du gerne einen Tag lang leben? Oh, das ist eine gute Frage, Pauli. Ich glaube, was ich total mega finde, okay, ist mega nerdig und das ist wahrscheinlich mein 10-jähriges Ich, das da gerade spricht. Mhm. Aber wie cool wäre es, einen Tag mal in der Welt von Digimon zu leben? Oh mein Gott. Mit so einem Digi-Partner und so einem Digi-Vice. Mein AirPod-Case ist ein Digi-Vice. Also, ne, das wäre mega. Das habe ich mir als Kind so oft vorgestellt, wie das wäre. Das waren die sich dann nach, je nachdem, auch nochmal zweimal weiter digitieren konnten, oder? Genau, bei denen hieß es digitieren, genau. Und der Vorteil im Vergleich zu Pokémon war halt, die konnten dann auch wieder zurückgehen, die Stufen. In ihren Süßstatus. Genau, bei Pokémon, wenn dein Pikachu dann einmal so ein dickes Raichu geworden ist, dann ist es halt auch so geblieben. Also es war immer Glurak, war der zwar stark und krass, aber dann nicht mehr süß. Eben, ja. Ich glaube, also es ist jetzt wahrscheinlich total nerdig, aber das, ja. Also auf Digimon wäre ich, glaube ich, nicht gekommen. Ich dachte, jetzt wäre eher sowas wie Harry Potter gekommen oder... Voll. Also bei mir wäre wahrscheinlich sowas wie Harry Potter gekommen oder Star Wars. Das wäre auch alles mega. Das würde ich auch alles sofort unterschreiben. Ich kann dir auch nicht sagen, warum das jetzt mein erster Gedanke war. Okay, aber dann war es der richtige Gedanke. Ne? Wenn das erste war, was im Kopf kommt. Ja. Aber du bist dann auch schon eher auch in so einer, du hast es ja gerade selber schon nerdig genannt. Mhm. Würdest du sagen, du bist ein großer Nerd oder generell? Also schon. Okay. Schon. Also diese Anime-Geschichte, das kommt einfach noch aus meiner Kindheit. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber damals, wenn man aus der Grundschule kam, gab es auf RTL 2 den Anime-Nachmittag. Da gibt Pokémon als allererstes. alles. Und ich weiß noch, meine Mutter hat sich immer voll geärgert über Sailor Moon. Da kam sie dann immer und dann hat sie gesagt, jetzt mach das mal leiser, die schreit so viel. Also es war wirklich der Einzige, der ihr ein bisschen auf den Keks ging. Mhm. Aber wo sie tatsächlich mitgeguckt hat, war Conan. Conan fand ich auch super. Weil das ist halt super, ne? Wobei ich erinnere mich an eine Folge, die muss auch relativ am Anfang gewesen sein, weil ich da, glaube ich, auch noch relativ klein war. Ja. da gab es so eine Folge mit so einer Ritterrüstung und die hat auch irgendwie immer Leute erstochen. Mhm, aber das war, wo,
obwohl es halt, also die meisten oder viele Animes sind ja, glaube ich, für den europäischen Markt auch entschärft. Weil die Originale sind ja oft dann doch schon sehr gory und blutig und so, aber das ist alles in den deutschen Versionen, zum Beispiel, gutes Beispiel One Piece. Ja. Da wird in der deutschen Version immer gesagt, ich werde dich besiegen. Aber in der Originalversion sagt er nicht besiegen, sondern töten. Aber es liegt auch so krass daran, dass die ja auch im westlichen Raum als Kinderserien vermarktet wurden, was sie ja in Japan gar nicht unbedingt sind. Ne? Also Anime sind ja ganz viele eigentlich für Erwachsene. Und also die sind ja auch teilweise sehr diese Sachen. Ja. Darf man das auf YouTube sagen? Wird man dann gesperrt? Nein, das darf man sagen, oder? Ich mach da sonst einen Pieps drüber und dann... Also ja, kein böses Wort, aber auf TikTok muss man ja immer aufpassen. Wenn man irgendwas sagt, wird das Video sofort gesperrt. Ja. Ich mein, wenn man sich die Animes anguckt und dann einfach die Körperproportionen der Frauen anguckt. Also... Ja. Wobei sie bei Sailor Moon zum Beispiel, da gibt es so schöne Bilder im Internet auch, wo sie für die amerikanische Version dann zum Beispiel, wenn sie in der Badewanne liegt und badet, dann haben sie extra den Badeschaum nochmal so angehoben in der amerikanischen Version, damit kein Brustansatz zu sehen ist. Also. Amerikaner sind, glaube ich, eh sehr merkwürdig, was das angeht. Also auf der einen Seite ist das alles sehr extrem, was da läuft. Aber wenn das in so eine Richtung geht, ist das plötzlich alles sehr, sehr prüde. Ja, total. Also SEX in Kindersachen geht gar nicht für Amerikaner. Aber auch spannend, wenn das in Japan oder generell im asiatischen Raum dann doch etwas für Erwachsene ist und das dann so in Europa und in Amerika zum Beispiel dann eher so an Kinder verkauft wird, weil es halt ein Zeichentrick ist. Ja, voll. Ja, total. Ich glaube, das ist einfach, weil das hier sich so etabliert hat, vor allem halt durch so Studios wie Disney, ne? Heißt es in der westlichen Welt, diese Zeichentricksachen sind halt für Kinder. Ja. Und dort ist Anime ja eine ganz andere Kultur. Also. Ja. Ja. Und später kommt dann auch hier so Erwachsenen-Cartoons, sowas wie Family Guy, Rick and Morty oder irgendwie so Sachen, die total süß und niedlich aussehen, aber dann ist da so eine derbe Sprache und so derbe Gags hinter, dass man das keinem Kind zeigen sollte. Ich finde da ist auch total krasses Beispiel BoJack Horseman, was ja auch so, weil die jetzt sind ja alles sprechende Tiere, ne, wo du so denken würdest, oh, wie süß. Und dann hörst du das Pferd aber zum ersten Mal sprechen und dann bist du so süß. Ja. Finde ich übrigens gerade auch ganz toll. Rick and Morty auch. Also verbringst du, wenn du mal Zeit hast und nicht im Theater, bringst sehr viel Zeit damit, die solche Sachen anzugucken? Ich bin ein absoluter Zeichentrick-Fan. Ob das jetzt Zeichentrick-Sachen für Erwachsene sind oder für Kinder, ich finde es total faszinierend. Ich liebe das. Deshalb, ja, das ist schon ein großes Hobby von mir. Aber ich liebe zum Beispiel auch Krimi-Bücher. Also lese ich wahnsinnig gerne. Und es gab auch in Corona gab es mal eine Phase, da habe ich total viel gepuzzelt, was ich da schon ewig nicht mehr gemacht hatte, aber irgendwie hat mich Corona dazu getrieben. Ich glaube, viele Leute haben durch Corona plötzlich ein sehr merkwürdiges Hobby entwickelt. Viele Leute haben angefangen zu stricken oder zu nähen oder irgendwie so Sachen, wo man auch so denkt, so unter 30 oder so, wer fängt denn jetzt noch an zu stricken oder so? Wie so ein Oma-Sport irgendwie. Das ist ganz toll, wenn ihr näht oder strickt. Das ist mega. Handwerklich begabt sein ist viel wert auf jeden Fall. Absolut. Nee, und was ich auch total mag, was ich mit meinen Freunden immer mache, mache ich jetzt auch an Halloween wieder, sind so Krimi-Dinner. Ah, sehr cool. Sowas finde ich super. Ja, also ich bin schon ein ziemlich großer Nerd. Ja. Also um den Bogen mal zu schlagen, definitiv. Also es ist auch so, dass ganz viele Leute mich so als so ein wandelndes Wikipedia bezeichnen, weil ich so ganz viel Schwachsinn weiß, den du eigentlich überhaupt nicht brauchst. So Trivialwissen über Filme und Serien, wo jeder so denkt, so, keine Ahnung, und du so, ja, das war an dem Tag, da haben sie diese Szene gedreht. Es war ein grauer Sommertag. Ja, voll. Und dann ist das passiert. Ja, absolut. Nee, also. Das kenne ich. Man weiß auch gar nicht, warum man sich solche Dinge abspeichert, aber dann so wichtige Sachen vergisst man halt einfach. Ja. Also so essentielle Dinge so, aber dafür weiß ich, mein Beispiel dafür ist jetzt Breaking Bad.
ist eine Serie, die ich absolut genial finde, dass man dann irgendwie so, ja, also Jesse Pinkman, da war ja gar nicht geplant, dass der die komplette Serie überlebt. Die wollten ihn ja eigentlich in der ersten Staffel schon töten. Ah, siehst du. So, wo, wen interessiert so nach dem Motto so, aber dieses Wissen ist hier. Voll. Also ich kann mir zum Beispiel nicht den Zahlencode für die eine Tür im Theater merken. Ich muss jedes Mal wieder nachfragen, aber ich weiß, wie Marlon Brando seine Der Pate Audition gemacht hat. Wie viele Ziffern hat dieser Code? Das kenne ich jetzt auch gar nicht so. Ich glaube 6, okay. 4 oder 6. Ich weiß es. Ist das im Theater nicht sowieso so ein... Ich war ja auch mal in der Neuen Flora, weil ich ein Interview mit Mirtis Montero gemacht habe. Und diese Gänge, die man da läuft und Treppenhäuser und keine Ahnung was. Also wenn sie nicht dabei gewesen wäre, ich weiß nicht, wo ich da gelandet wäre oder wann ich wieder rausgekommen wäre aus dem Gebäude. Ja. Es ist schon leicht labyrinthisch so, ne? Ja, absolut. Ich hatte das im Palladium Theater in Stuttgart, was ja wie so ein Turm gebaut ist, ne? Ich habe das aber am Anfang irgendwie nicht gecheckt. Und du kannst da, ich bin da wirklich mehrere Minuten im Kreis gelaufen, weil ich nicht verstanden habe, dass das turmartig, kastenmäßig quasi einmal immer drumherum läuft. Bis dann irgendeiner gesagt hat, du weißt schon, dass das hier einfach ein Turm ist. Also wenn du es bis jetzt nicht gefunden hast, die Tür, die du suchst, bist du wohl im falschen Stock. Ja. Auf der Bühne schon so das Pamina von Probe. Ja. Wenn du bei Tanz der Vampire warst, hast du ja dann auch, dadurch, dass du ja Sarah gecovert hast, war deine Hauptaufgabe ja einer der Vampire oder ein Bauer oder sonst dergleichen. Welches dieser Kostüme war für dich irgendwie so das Coolste, was du hattest? Definitiv, also ich war ja die nennt sich The Green Witch Vampire. Dieses Kostüm war mega. Das war wirklich toll. Also so die Komplettversion, die du eigentlich nur in Ewigkeit trägst, mit Cape und Kopfschmuck. Und es war auch wahnsinnig nervig, weil dieser Kopfschmuck sehr schwer war. Bei all so die Kopfschmuck hatten, der Kopfschmuck war immer eigentlich viel zu schwer für die ganzen Tanzmoves. Aber das war ein super Kostüm, da hat man sich auch voll cool drin gefühlt. Definitiv. Und was würdest du jetzt sagen? Du machst ja jetzt auch mehrere Kostümwechsel in Wicked. Hast du da auch ein Lieblingskostüm? Ja, das mit den roten Schuhen. Okay. Also das das rote Kleid mit dieser Ringelstrumpfhose, die Ringelstrumpfhose mit den roten Schuhen ist ja auch so ikonisch, dieses Bild, was man auch aus der Zauberin aus kennt, ne? Das ist mein Lieblingskostüm in Wicked, ja. Hast du auch einen Lieblingszaubertrick in der Show? Also auch, ob du dabei bist oder nicht? Also irgendein Zaubertrick in der Show? Also ich finde, Nessa hat den besten Zaubertrick in der Show, das ist der Farbwechsel von den Schuhen. Der ist so, also wenn ich nicht wüsste, wie er funktioniert, fände ich ihn faszinierend und ich weiß, wie er funktioniert und finde ihn trotzdem faszinierend. Also es ist wirklich, der sieht einfach immer toll aus und ist auch, finde ich, halt, ja, so richtig so hausgemachte Magie, sage ich mal. Ne? Ja. Also eigentlich alle Tricks, die bei uns in der Show sind so wirklich Hausmannsmagie. Wie in einem Kinofilm, wenn die halt in real gemacht werden, die Tricks, also mit richtigen Props und wenn auch eine echte Explosion im Film ist und so weiter und nicht alles CGI-mäßig oder mit einer Leinwandprojektion oder irgendwie so. So Handwerkskunst. Ja, genau. Ne? Und das finde ich so wahnsinnig schön. Ich mag auch, wenn Elphaba in No Good Deed das Buch aufschlägt und es von alleine blättert. Der ist auch total cool. Ja. Da weiß ich auch gar nicht genau, wie der funktioniert. Ich bin mir manchmal auch unsicher. Also als ich die Show gesehen habe, saß ich irgendwie so um Reihe 20 rum oder so. Also schon so im letzten Drittel, also im Parkett, nicht auf dem Rang oder so. Und manchmal bin ich mir unsicher, ob ich es nicht erkannt habe, weil ich so weit weg bin. Oder weil es halt wirklich richtig gut gemacht ist. Ne? Also ich habe zum Beispiel, als ich Aladdin hier in Hamburg gesehen habe, saß ich auch relativ weit hinten und auch relativ weit an der Seite. Und da fand ich die Zaubertricks ehrlicherweise nicht so gelungen, weil ich die direkt erkannt habe, wie sie funktionieren. Ja. Also das beste Beispiel dafür ist, gegen Ende der Show macht Jafar ja mehrere Quick Changes. Genau. Und ich habe die Person hinter ihm stehen sehen, die Kostüme runtergerissen hat.
Und das ist dann halt gar nicht mehr magisch. Ja, jetzt muss man sagen, dass natürlich die neue Flora schwierig ist in dem Sinne, weil das ja so ein breites Portal hat. Ne? Ja. Das hat ja, und man auch sehr, und auch sehr schräg ist. Ne? Absolut. Also ja, das haben wir auch das Problem, dass die Leute ganz oft von oben irgendwo reingucken können. Ja. Ne? Es ist prinzipiell bei jeder Show ja eigentlich immer so, also wenn, immer wenn Leute fragen, wo kann ich für die und die Show die besten Karten kriegen, ne? Was sind die besten Plätze? Da kann man eigentlich immer nur sagen, da wo der Regisseur gesessen hat, also die Show inszeniert hat, ne? Was meistens Mitte-Mitte ist. Mhm. Und alle Shows sind immer auf Mitte-Mitte ausgelegt, außer du hast halt so eine Inszenierung, wie es gibt ja manchmal Inszenierungen von Cats, die so 360-Grad-Inszenierungen sind, weißt du? Ja. Das ist dann was anderes. Aber im Normalfall ist eine Show immer auf Mitte-Mitte ausgelegt. Und da hast du dann auch das beste Erlebnis. Mhm. Und das ist vor allem in einem Haus wie der Neuen Flora, was so ein großes Portal hat, natürlich auch schwierig, alle Winkel abdecken zu können, dass es von überall gleich gut aussieht. Ne? Wobei ich dann aber auch sagen muss, dass ich die Zaubertricks bei Wicked trotzdem sehr viel gelungener fand. Also wenn ich das jetzt direkt im Vergleich zu Aladdin setze, wo ich ähnlich saß, fand ich bei Wicked, konnte ich es nicht so erkennen, wie es funktioniert. Also ich fand zum Beispiel auch diesen Trick mit den Schuhen, den du angesprochen hast, fand ich auch mega, weil ich dachte, what? Das hat ja jetzt nichts mit einem Lichtwechsel von einem Scheinwerfer oder sonst irgendwas zu tun, sondern es war halt einfach so, wait, what? So, hä, was ist da? Cool. Ah, das freut mich. Nee, das freut mich wirklich, weil wir uns auch so viel Mühe geben mit den Zaubertricks. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also auch wenn Elphaba am Ende des ersten Akts anfängt hochzuschweben, fand ich auch schon direkt cool, weil also ist ja auch relativ dunkel und so weiter, man sieht nicht so viel drumherum. In der Originalversion von Wicked ist es ja auch ein Hochfahren, also wirklich ein Hochfahren. Yeah. In der neuen Version ist es schon eher so ein leichtes Schweben schon eher, was auch sehr cool aussieht, aber spätestens natürlich, man kann es halt nicht ändern, wenn sie dann durch den Saal fliegt. Ja. Dann siehst du halt, wie es gemacht ist. So, klar. Ja. Alles gut, kann man auch voll nachvollziehen. Es geht halt nicht anders. Aber es ist dann trotzdem spannend, weil als ich dann auf Elphaba geguckt habe, habe ich sie dann wirklich, obwohl ich ja wusste, dass sie dann zum Rang hochfliegt, die ganze Zeit verfolgt und hinterher geguckt. Und habe völlig vergessen zu gucken, was auf der Bühne passiert. Wo ich dann nachher im Nachgang irgendwie so gelesen habe, so, ja, achtet mal auf die Darsteller, was die auf der Bühne machen, während Elphaba wegfliegt. Und ich so, verdammt. Ja, total. Da, ich habe jetzt gedacht, du sprichst von dem, wie der Besen anfängt zu fliegen. Das finde ich, sieht nämlich auch das so fantastisch auch cool, aus, weil der so um die rum fliegt. Ja, ne? Ja. Also den liebe ich auch total, den Trick. Und ja, also ich finde es so schön, dass wir wirklich mit so viel, also dass wir diese Show, die ja magisch sein soll, auch so magisch gemacht haben hier in Hamburg mit so vielen Tricks. Das stimmt. Das ist wirklich toll. Und auch, dass die Neuversion dann doch auch so gut angenommen wird. Ne? Also am Anfang, ne, wie mit allen Sachen, wenn Veränderungen irgendwo gemacht werden oder vorgenommen werden oder nur angekündigt wird, man könnte irgendwie was ändern. Ja. Oder es auch nur einen Charakter betrifft, der irgendwie sehr beliebt ist, an dem irgendwie ein Kostüm geändert wird oder ein Darsteller reingesteckt wird oder was auch immer, wird ja immer erst großes Tohuwabohu drum gemacht. Ja. Und gerade bei Wicked war das, glaube ich, auch irgendwie der Fall, dass vor der Premiere dass da sehr viel Gegenwind, also für mein Gefühl, irgendwie viel Gegenwind war, von wegen, wie kann man nur, warum, wieso, warum macht man nicht das Original? Und klar kann man auch verstehen, das Original ist auch eine wahnsinnig gute Show. Absolut. Aber ich finde halt auch, also muss man natürlich nicht verändern, aber warum sollte man denn nicht mal was Neues wagen? Ja. Ne, man kann es ja auch als Experiment sehen. So, also das dann teilweise auch so auf dieses, dann müssen die keine Lizenzen kaufen und irgendwie so, dass dann, ne, das, also Stage dann so als so ein Billigheimer so abgestempelt wird, was ich nicht so nachvollziehen konnte, weil als ich die neue Version gesehen habe, dachte ich so, da steckt irgendwie so viel drin an Kulisse und Bühnenteile und da steht plötzlich ein Zug da und so viele Kleinigkeiten und jede Szene ist komplett anders irgendwie vom Gefühl her. Also ich glaube, dass es dass ein vielleicht Problem war, die erste Szene, die gezeigt wurde bei diesem Presseevent, war halt das war eine der ersten, die auch komplett fertig war und es war der Anfang von der grünen Smaragdstadt.
Und diese Szene punktet halt mit dieser Illusion auf der Gase. Ne? Mhm. Mit diesem, dass es so aussieht, als würdest du durch die Stadt durchfahren, so Matrix-Style. Ja. Ne? Das war eine der ersten, die fertig waren. Und dann hieß es, okay, die zeigen wir jetzt bei der Pressekonferenz. Und dann war die Reaktion von den Leuten, da ist ja gar kein Bühnenbild auf der Bühne. Ja, in dieser Anfang von Smaragdstadt, da wird, also da kannst du auch nicht viel Bühnenbild hinstellen, denn dann funktioniert die Illusion mit diesem, wir fahren durch die Stadt nicht mehr. Ja. Das muss auf eine Gase projiziert werden. Ne? Ja. Und das, aber ganz viele Leute haben halt die ganze Show an diesem einen Pressefilmchen am Anfang festgemacht. Ja. Was ganz schwierig war, weil wir, also wir wussten ja, was da alles noch kommt, ne? Und welche Kostüme noch in Arbeit sind und welche Bühnenteile noch in Arbeit waren zu dem Zeitpunkt. Und wir durften aber ja noch nichts dazu sagen. Das war für uns so ganz schwierig. Da, so. Da brennt es unter den Fingernägeln, so irgendwie diesen ganzen Leuten zu sagen, warte doch einfach mal, du hast doch so viel gutes Zeug. Na total, weil es war dann wirklich so, oh, das ist ja kaum was auf der Bühne und alle tragen das Gleiche. Das ist kostümtechnisch ja total langweilig und wir waren alle so... In dieser Szene vielleicht, aber da kommt noch so viel mehr. Und ich glaube, dass wir ganz viele Leute, die tatsächlich gekommen sind, uns angeguckt haben, dann auch davon überzeugen konnten, dass, dass es zumindest was ist, wo sich alle was dabei gedacht haben. Ja? Und, und alle, die, also alle, die an dieser neuen Inszenierung gearbeitet haben, sind Leute, die das Original absolut lieben. Ja, da war jetzt niemand dabei, der gesagt hat, oh mein Gott, das Original ist furchtbar, wir machen das jetzt viel besser. sondern es war einfach. Wir lieben das Original und wir wollen es jetzt mal anders machen. Ja. Das ist bei uns wirklich nie gesagt worden, wir machen das jetzt besser, sondern es war immer, wir machen das jetzt anders. Ja, ja, ist ja auch so, wie man das dann interpretiert. Ne? Also es gibt ja viele Shows, die irgendwie schon mal so ein Reboot bekommen haben, irgendwie sei es Tanz der Vampire in Wien oder St. Gallen war es, glaube ich. Ja, genau. Oder Starlight Express. Ich meine, die Show gab es seit 30 Jahren mehr oder weniger so, wie es sie seit Anfang an gab. Klar, hier mal ein paar Costume-Changes, mal ein neuer Song und so, aber an sich sah es eigentlich immer gleich aus. Und nach 30 Jahren kann man dann auch irgendwie schon mal irgendwie sagen, lass doch mal irgendwie noch ein bisschen was versuchen, mit moderner Technik vielleicht auch mal was machen. Ja. Ne? Also ich finde zum Beispiel bei Wicked fand ich auch die Szene irgendwie sehr schön für Elphaba und Fiero, solange ich dich hab, dass die auf dieser Plattform reingefahren kommen und es so ist, als ob man so eine Draufsicht auf die hätte, so als ob man wie so eine Kamerafahrt über die gemacht hätte. So habe ich das für mich interpretiert, wie in so einem Film. Das ist tatsächlich das Set von John Bowser, ist wahnsinnig filmisch. Also ich finde es wirklich so ein bisschen, als würdest du einen Film gucken die ganze Zeit, weil er ganz oft mit so Perspektiven spielt. Also auch wenn Elphaba wegfliegt, stehen Glinda und die Wachen ja auch auf so einer Plattform, die dann auch so tiltet, wo es dann aussieht, als würdest du von oben drauf schauen, wie Elphaba quasi von oben wegfliegt. Das habe ich nicht gesehen. Ja, aber also das sind solche Sachen und das, also da steckt schon ganz viel Herzblut und ganz viele Gedanken stecken da drin. Ja. Ne? Und es ist ja auch immer so, was möchtest du mit der Show jetzt aussagen? Ich finde auch im Original die Smaragdstadt wunderschön, wenn alle mit ihren individuellen Haute-Couture-Kostümen da ankommen. Aber was für ein Wicked wollten wir erzählen? Wir wollten vor allem viel von dieser politischen Manipulation reinbringen, dass der Zauberer versucht, alle Leute gleich zu machen. Wenn dann jeder in der Smaragdstadt ein anderes Haute-Couture-Kostüm angehabt hätte, hätte das auch mit der Message nicht zusammengepasst. Ne? Wir wollten zeigen, je mehr du in die Smaragdstadt gehst, desto gleicher sollen die Leute gemacht werden. Ja. Und es fängt in der Schule schon an, wo Glinda gesagt wird, sie soll jetzt auf einmal Schuluniform tragen und nicht mehr ihre pinken Sachen. Ne? Ja. Also das ist so der Gedanke dahinter. Und ich verstehe das total, ich liebe die Originalkostüme auch, aber ich glaube, wir wollten ein bisschen eine andere Message rüberbringen. Also klar ist ja dann trotzdem auch, dass einem auch bei so einer Veränderung oder auch vielleicht auch sogar in einer Originalshow, es gefällt einem halt nicht immer alles so. Ne? Ich saß auch in der Show und hatte auch so 2-3 Mal so den Gedanken so, warum? Wieso sieht das denn nicht so aus, wie es aussieht? Also jetzt so das Beispiel, was ich auch in meiner Review gesagt habe, ist die Statue vom Zauberer. Ich finde die Originalstatue vom Zauberer, also von der Originalversion der Show, so cool mit diesem Metallkopf, der da so am Rumwackeln ist und so super gelöst. Und jetzt ist es dann halt dieses
ja, dieses digitale Gesicht, was auf so eine Statue drauf projiziert wird. Mhm. Und als ich die Statue habe rausrollen sehen, hatte ich direkt so, warum sieht die Statue aus wie Donald Trump? Ja. Ich habe es nicht verstanden, so, ne? Weil ich ja. dachte, warum sieht die denn so aus, wie sie jetzt aussieht? Also ich meine, vielleicht ist das auch gewollt, dass der so aussieht, ne? Dieser Unterdrücker, so, ne? Klar, ja. Also Donald Trump hat man ja auch irgendwie als eine Art Unterdrücker kennengelernt. Ja. Aber trotzdem dachte ich so, warum? Also den hätte man auch ein bisschen anders gestalten können. Ja, ja. Also der wird bei uns tatsächlich einfach immer der Lincoln genannt, weil es halt aussehen soll wie diese Lincoln-Statue, die in Washington ja, steht. Genau, ja, genau. Aber natürlich sieht es sich aus wie Lincoln. Dann sollte es, glaube ich, ein bisschen aussehen wie Andreas Lichtenberger. Und aus dieser Mischung Lincoln und Andreas Lichtenberger ist dann irgendwie Donald Trump geworden. Ich keine Ahnung, wie das passiert ist. What? Okay, Lincoln, Andreas Lichtenberger, Trump. Irgendeine Zeitung hatte geschrieben, dass Andreas Lichtenberger als Zauberer aussieht wie David Hasselhoff. Das fand ich so lustig. Okay, okay, da muss ich werde mir die Show eh nochmal angucken, da ja. muss ich nochmal drauf achten. Ich war nämlich schon mal auf einem David Hasselhoff-Konzert. Oh, okay. Nicht, weil ich jetzt der Mega-Fan bin oder so, aber ich bin mit einem Kumpel hingegangen, einfach so für dieses... Weil es einfach witzig ist. Absolut. Ich finde diesen Typ einfach stark. Egal, ob man den als Schauspieler gut oder schlecht findet oder als Sänger und Musiker gut oder schlecht. Der ist einfach eine Type und der nimmt sich selber nicht so ernst. Und das finde ich dann schon wieder irgendwie cool. Und irgendwie, es waren so 50-50-Lager bei diesem Konzert. So die eine Hälfte, das waren so mega Hardcore-Fans. Man konnte sich die ersten 5 oder 10 Reihen vor der Bühne, die konnte man sich für sehr viel Geld kaufen. Dann hat man aber gleichzeitig ein VIP-Ticket quasi gekauft und durfte David Hasselhoff am Ende der Veranstaltung noch treffen. Mhm. Und die hatten Kit dabei. Das Auto. Echt? Auf Knight Rider. Einfach das Auto auf das der Bühne? Das Auto. Nee, auf der Bühne nicht. Ach so. Aber die haben es halt mitgebracht. Die, die sind damit durch... Ich weiß nicht, durch Deutschland getut oder so. Und haben dann überall dieses Auto hingestellt und dann für diese 500 Euro oder dieses Ticket gekostet hat, durftest du dann ein Foto mit David Hasselhoff machen und dich in Kit reinsetzen. Okay, das ist aber schon wert, das Auto ist cool. Das ist schon cool. Aber das war die eine Hälfte von dem Konzert, so wirklich die großen David Hasselhoff-Fans. Und die andere Hälfte waren halt einfach wegen des Spaßes halt so da, weil der Typ irgendwie witzig ist, weil es irgendwie... Es war, am Ende hat er auch ein 3-Stunden-Konzert rausgehauen. Absolut. Ich gucke mir auch immer wieder gerne die Jekyll und Hyde-Aufnahme mit ihm an. Die kenne ich, die ist auch gar nicht so kacke. Nee, die ist total entertainend. Wirklich. Also, diese, mega. Diese, was ist denn das? Die Konfrontation, ne? Wenn der das Gute und das Böse, da macht er immer so mit der Hand irgendwie. Ja. Na, hat er die eine Seite von den Haaren so auf. Ja, genau. Und die andere so zurück. Ja. Oder so. Ich hab gestern erst noch Shining geguckt. Ah ja. Und da gibt es auch dann den kleinen Jungen. Mhm. Und in ihm drin ist er dann auch irgendwie wie so eine zweite Person, mit der er dann spricht. Und die spricht dann mit ihm auch über den Finger. Und da denke ich dann so, wenn David Hasselhoff dann als böser Mr. Hyde dann so spricht, dass er dann auch so diesen Shining-Finger macht. Vielleicht war das dein Gedanke dabei. Ey, man muss sich überall Inspiration holen. Absolut. Ich habe noch eine sehr interessante Zuschauerfrage. Und zwar schreibt Frei und Schwerelos. Sehr schöner Name. Mich würde interessieren, wie du damit umgehst, wenn du eine Rolle vorspielst, dann aber abgelehnt wirst. Oh, ja, wie gehe ich damit um? Also... Das ist immer schwer und das ist so ein großer Teil unseres Berufs. Also Leute realisieren es manchmal gar nicht, aber es ist natürlich über die Hälfte der Sachen, für die du Audition machst, kriegst du am Ende nicht. Mhm. Ja. Das ist halt im Normalfall leider so und es gibt immer wieder Sachen, wo ich sage, ja gut, hatte ich bei der Audition schon gemerkt, aber die schlimmsten Momente sind eigentlich die, wo du denkst, die Audition war jetzt so richtig, richtig super. Mhm. So wie wenn man so eine Klassenarbeit geschrieben hat, so, das wird bestimmt eine 1. Genau, und dann ist es nichts geworden. Und das hat ja die unterschiedlichsten Gründe. Ne? Also es liegt ja manchmal gar nicht an einem selbst oder an der Performance, sondern weil dann sich intern irgendwas verschoben hat oder halt jemand anders da war, der noch so ein Fünkchen besser gepasst hat. Oder, also für mich ist es meistens so, dass ich dann... meine Mama oder meine Schwester anrufe und mich bei denen ausheule. Mhm. So, aber warum habe
habe ich es nicht gekriegt. Ich hätte doch so eine tolle Audition gemacht. Ne? Mhm. Und dann muss man es abhaken und weitermachen. Unterscheidet sich das dann nochmal, wenn du... Es gibt ja im Casting-Prozess mehrere Runden. Mhm. Ich meine, also klar, je weiter du kommst in den Auditions, desto schwerer wird's, weil wenn du dann irgendwie im Finale stehst oder ne, du bist dann nur noch mit drei anderen Leuten, dann ist das natürlich wahrscheinlich super kritisch. Aber ich meine, wenn man zum Beispiel in die erste Runde geht und man dann vielleicht schon direkt Bescheid bekommt, du, sorry, bist der falsche Typ oder... Ja. Was auch immer, geht man dann damit leichter um, weil man noch nicht so viel Zeit da rein investiert hat? Ich glaube, das kommt ganz drauf an. Also bei mir kommt es wirklich drauf an, wie sehr ich das machen wollte. Okay. Also ein Beispiel für mich war zum Beispiel, ich wollte unbedingt Bad Out of Hell machen und ich war nach der ersten Runde direkt raus. Mhm. Also ich habe tatsächlich nicht mal tanzen dürfen. Ich hab gesungen und die haben sofort gesagt, nee. Und ich war so... Oh nein, aber ich wollte diese Show unbedingt machen. Ja. Ich liebe ja Meatloaf, also Meatloaf-Musik. Mhm. Ja. Es war also die erste Bad Out of Hell, das erste Album war das, die erste CD, die ich jemals in meinem ersten eigenen Auto hatte. Also cool. Damals hat man noch richtig so CDs ins Auto reingeschoben. Ja. Zum CD-Wechsel auch, dass man so zwischen 2, 4, 5 CDs wechseln konnte. Ja, genau. Und das, da war in meinem Auto war genau Platz für 3 CDs und das waren die 3 Bad Out of Hell Alben. Geil. Ja, und... So richtig immer so auf der Autobahn mit richtig viel Pathos so. Ja, voll. Und also das hat mich schon hart getroffen, dass das so schnell auch vorbei war, weil ich so dachte, also ich irgendwie konnte mein Gehirn das gar nicht... tanzen. Ja, denn mein Gehirn konnte gar nicht verarbeiten, dass ich so überhaupt nicht in diese Show passen soll. Mhm. Aber manchmal ist auch die eigene Einschätzung da ganz anders als die vom Kreativteam, ne? Du kannst es nicht wissen, du steckst nicht drin. Hast du dich auf eine bestimmte Rolle beworben? Ich hätte, glaube ich, alles gemacht, aber eingeladen war ich für Raven. Ah, okay. Was naheliegt, weil ich zu dem Zeitpunkt gerade Sarah gespielt habe und das ist ja jetzt auch nicht so weit voneinander entfernt. Ja. Ja, ich hätte es auch wahnsinnig gerne gemacht, aber die haben mich überhaupt nicht da drin gesehen. Und mittlerweile bin ich so, ja, okay. Also ich verstehe es auch irgendwo. Ja, nein, also ich verstehe es auch irgendwo, weil ich dann auch so dachte, sie haben vielleicht wirklich einfach einen anderen Typ gesucht. Mhm. Also wir wissen ja jetzt dann auch, wer es gespielt hat und so. Und dann dachte ich so, ja, vielleicht habe ich das nicht ausgestrahlt, was die ausgestrahlt haben für die Rolle. Ne? Mhm. Also so bei den Casting-Leuten stand dann bei Pamina so, zu nett. Das gestrichen. Weiß ich nicht. Vielleicht fand ich nicht rockig genug oder so, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Man kriegt ja dann auch kein Feedback. Ne? Also ja, das ist ja dann noch schlimmer eigentlich. Ja, aber ich verstehe das auch. Ich meine, die haben auch nicht Zeit, allen paar hundert Bewerbern immer zu schreiben, ja, also bei dir war es jetzt das und das. Mhm. Ne? Vor allem, wenn du in der ersten Runde gleich rausgehst. Ja. Der Funke ist nicht übergesprungen. Und das ist dann halt so. Mhm. Aber ja, also die das dann immer abkriegen, sind meine Mama oder meine kleine Schwester. Die rufe ich dann immer an und sage, Du warst ja auch im Workshop von Kudamm. Mhm. Und Kudamm läuft ja jetzt ab November, Dezember. Ja, November. Und du bist jetzt in Wicked. Ja. Musstest du dich schweren Herzens für eine der Shows entscheiden, letztendlich? Weil dadurch, dass du im Workshop von Kudamm warst, wärst du wahrscheinlich, würde ich jetzt von ausgehen, auch in die Cast gekommen. Also, ja, also so wahrscheinlich ist es gar nicht, dass man von einem Workshop übernommen wird in die eigentliche Produktion. Mhm. Das ist, aber sie hatten mich tatsächlich gefragt. Mhm. Ich liebe das Team von Kudamm. Mhm. Also Peter Plate und Ulf Leo Sommer sind einfach die Besten, wirklich. Die sind so der Hammer. Und dann auch noch Christoph Drewitz als Regisseur. Mhm. Das war so toll, dieser Workshop, wirklich. Und ich habe das so gefeiert, dieses Stück. Und dann auch noch mit dieser Knallnudel Sandy Leitner, ne? Also, Sandy, die ja auch der Hammer ist, die Frau, ja. Ne? Und dann sollte es ja eigentlich letztes Jahr zur Aufführung kommen, das Ganze. Und wenn Corona nicht gewesen wäre, dann hätte ich auch Kudamm gemacht. Mhm. Also es war so, dass... Kudamm...
hatte mich angefragt, die wussten aber noch nicht, wann die Aufführung genau sein würde, weshalb ich mich am Anfang mal für die Wicked Audition angemeldet habe. Und dann habe ich die erste Runde für Wicked gemacht. Und dann wurde ich die zweite Runde für Wicked, also die Finals, eingeladen. Und dann hatte ich aber den Kudamm-Vertrag schon. Und dann hatte ich Wicked abgesagt und habe gesagt, Leute, ich komme nicht in die Finals, ich habe Kudamm, das findet statt. Das überschneidet sich mit Wicked, denn es hätte sich auch damals schon überschnitten, denn Wicked sollte auch früher stattfinden. Da habe ich gesagt, super, also total lieb, dass ihr mich seht für Wicked, aber es wird nicht funktionieren. So. Mhm. Dann kam Corona und dann wurde Kudamm ja abgesagt für 2020 und es war nicht ganz klar, wann Kudamm wieder stattfindet. Es hätte sein können, es findet dieses Jahr statt, es hätte auch sein können, es muss noch weiter geschoben werden, man wusste es nicht. Und dann kam die Nachricht, dass die Wicked Finals auch nochmal verschoben wurden, weil ja auch Wicked nochmal geschoben hatte. Und dann habe ich gesagt, okay, wir wissen ja jetzt nicht, wohin Kudamm geschoben wird. Lass uns da doch mal fragen, ob die mich nicht doch sehen wollen für die Finals. Das habe ich meinem Agenten gesagt. Und dann, auch schöne Grüße. Und dann haben wir nachgefragt und dann haben die gesagt, ja, klar, dann komm doch vorbei. Hat sich ja alles verschoben, ist ja auch noch nichts gelaufen. So. Und dann bin ich da hingegangen und habe... Das heißt, die Castings für Wicked wurden dann eh unterbrochen, genau, weil die Show eh noch weiter geschoben wurde. Genau. Ja, und weil unter Corona-Bedingungen ja auch keine Castings erstmal stattfinden durften. Ne? Das heißt, es wurde alles geschoben. Und dann im Sommer 2020 bin ich hingegangen und habe, also hier nach Hamburg, und habe Finals für Wicked für Nessa Rose gemacht. Was auch spannend war, denn ich habe die erste Runde eigentlich für Linda gemacht. Und war dann auf einmal für Nessa Rose. Ne? Also so kann es manchmal gehen. Ja, dann war es wirklich einfach so, dass das Wicked-Angebot war dann da und wir wussten noch nicht, wie es mit Kudamm laufen würde. Da hat auch noch niemand was Genaues sagen können. Und dann musste ich mich entscheiden, warte ich jetzt oder mache ich das jetzt? Und ich glaube, es gibt wirklich nur wenige Shows, für die ich Kudamm abgesagt hätte. Die einzigen zwei Shows, für die ich Kudamm abgesagt hätte, wären Wicked und Phantom der Oper gewesen. Und jetzt war es halt Wicked. Aber Kudamm wird mit Sicherheit fantastisch. Also wenn der Workshop war mega. Aber so spielt es manchmal. Ne? Also wie oft haben wir das schon gesehen, dass auch in den USA in Workshops total berühmte Leute da drin waren. Und die waren dann auf einmal nicht, als es am Broadway kam und alle haben sich gefragt, wieso? Und es sind ganz oft so Scheduling-Konflikte. Ja, ne? Ja. Oder auch generell, wo du das USA-Beispiel jetzt schon gesagt hast, ist ja auch spannend, dass wenn man in den USA ein Musical spielt, dass du dann plötzlich ein Megastar wirst. Ja. So wie zum Beispiel ein Beispiel von Hamilton. Ja. Fast die ganze Cast, die Original-Cast, sind alles jetzt die Stars in den USA. Also sei es jetzt Lin-Manuel Miranda, was übrigens der geilste Name überhaupt ist, weil das so... Das rollt so von der Zunge. Ja, das muss man in einem durchsagen, sonst verhaspelt man sich. oder David Dix, der den Jefferson gespielt hat. Also das sind ja jetzt die Leute in den USA irgendwie. Der ist der Sebastian, die kleine Meldenfrau, glaube ich. Ja, und der spielt auch irgendeine Netflix-Serie. Ja. Und den da ist es passiert. Ja. Der ist ja auch der Mann jetzt so. Wahnsinn. Und hier in Deutschland ist es immer noch so ein bisschen... Wir wissen es nicht. Vielleicht verpönt irgendwie, hat man manchmal den Eindruck. Vielleicht werden die Kudamm-Leute jetzt alle totale Stars. Wir wissen es ja nicht. Das werden wir dann im November sehen, wenn es auf die Bühne kommt. Nee, ich sag dir, also die sind ja bei Kudamm auch PR-technisch voll dabei. Ne? Ja, die haben stimmt. ja ständig Auftritte im ZDF und so. Also. Also Sandy. Sandy ist ja schon ein Star. Ja, komm. Das stimmt. Du hast ja jetzt gerade auch gesagt, dass du eigentlich für Glinda in den Castings quasi warst. Wäre das dann auch die Rolle, wo du jetzt sagen würdest, wenn ich jetzt ein Cover hätte noch, dann wäre das die Rolle, die ich gerne machen würde? Aber das kann ich dir so gar nicht sagen. Also ich kann das theoretisch singen. Ich habe ja eine klassische Ausbildung auch gemacht, bevor ich Musical gemacht habe. Also ich finde alle
alle weiblichen Rollen in Wicked so cool, dass ich am liebsten alle spielen würde. Nein, aber das ist wirklich, also ich finde, alle Rollen in Wicked haben was für sich. Elphaba, Glinda, Nessa und auch Madame Macabre. Das ist auch eine total coole Rolle. Also die sind alle fantastisch. Das ist so, don't make me choose. Es war auch so, dass ich nicht mich für eine gewisse Rolle beworben habe, als ich mich beworben habe, sondern es war einfach so, dass das Team am Anfang gesagt hat, zeig uns mal Glinda und dann auf einmal gesagt hat, nee, jetzt würden wir aber gerne die Nessa sehen. Ja. Eine Überraschungstüte. Ja, absolut, absolut. Wollen wir noch eine Frage machen? Ja. Okay, wir machen noch eine weitere Zuschauerfrage. Ja. Und zwar von The Savage Nymph. Ja. Kennst du auch? Ja, kenn ich. Die ist eine ganz tolle Künstlerin. Die malt super Bilder. Muss ich mal nachschauen. sie fragt, was wäre schlimmer? Nie wieder singen oder nie wieder schauspielern dürfen? Oh. Schwierig. Weil ich finde, dass man die beiden Sachen gar nicht so voneinander trennen kann. Also ich glaube, Schauspielen ist ja das Arbeiten mit Emotionen. Und das machst du ja beim Singen auch. Also emotionslos singen ist ja dann, keine Ahnung, so ein David Guetta-Track oder so, keine Ahnung, sowas, was halt vom Synthesizer produziert ist. Ja. Ne? Das heißt, ich finde, man kann die zwei gar nicht so voneinander trennen, wirklich. Aber um es mal so zu sagen, ich sehe mich selbst mehr als Schauspielerin als Sängerin, glaube ich. Würde ich sagen. Ich würde jetzt auch erstmal sagen, dass du in Wicked auch mehr spielst als singst. Ja, auf jeden Fall. Nee, also das Ding ist, dass ich auch beim Singen so viel übers Schauspiel und über die Emotionen gehe, dass ich schon sagen würde, dass ich in erster Linie Schauspielerin bin. Das ist wahrscheinlich Schauspiel. Aber ich, wie gesagt, ich finde es schwierig, weil ich es schwer voneinander zu trennen finde, die beiden Sachen. Ja. Schwierige Frage. Hoffentlich nicht zufriedenstellende Antwort. Kaum lösbar. Können wir direkt noch eine hinterher machen? Ja. Machen wir jetzt noch eine Frage von Paula Hai oder Hey. Ich weiß nicht, wie genau es gesprochen wird. deine Schwester ist ja auch Musical-Darstellerin. Ja. Und Paula möchte gerne wissen, welche Rolle, die deine Schwester gespielt hat, würdest du auch gerne mal spielen? Oh. Lass mich überlegen. Ja, Helena hat auch schon viele coole Sachen gemacht. Aber es waren noch alles so Helena-Sachen. Also das Ding ist, dass Helena und ich schon sehr unterschiedliche Typen sind. Aber wenn du jetzt sagen würdest, du bist genau der gleiche Typ wie deine Schwester, was wär's dann gewesen? Also, worin ich sie ganz fantastisch fand und was auch was ist, was eine interessante Rolle ist, sie hat viele interessante Rollen gespielt, aber das war wirklich die beste Rolle, in der ich sie je gesehen habe. Das war Dogfight, die Rose. Okay. Das war wirklich fantastisch. Wirklich, das hat sie im English Theater in Wien gespielt. Und da hat sie mich einfach weggeblasen. Das war unglaublich gut. Von daher würde ich sagen, ja, wobei, da würde ich mich dann wahrscheinlich nicht rantrauen, weil sie das wirklich, wirklich super gemacht hat. Oh, aber sie hat Natalie in Next to Normal gespielt. Ich glaube, das wäre eine Rolle, die man, wenn man sie anders auslegt, auch mit meinem Typ besetzen könnte. Auch eine sehr, sehr, sehr gute Show. Absolut. Hat sie auch ganz fantastisch gemacht. Aber sie liegt in der Familie. Nee, ja, nein, also Helena ist halt wirklich, Helena ist so eine, also wo ich mehr übers Schauspiel immer gehe, Helena hat wirklich eine krasse Stimme. Also sie ist so eine richtige Rockröhre. Ne? Was dann natürlich bei so Shows wie Next to Normal super funktioniert. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und American Idiot hat sie zum Beispiel auch gemacht. Heather hieß die Rolle, glaube ich, die schwanger wird. Im Stück. Kann sein. Müssen wir nachgucken. Gefährliches Halbwissen an der Stelle. Ja. Welchen einen Gegenstand würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen? Ein Gegenstand auf einer einsamen Insel.
Irgendein Survival-Gadget wahrscheinlich. Ein Taschenmesser. Ja, aber nee, kein Schweizer Taschenmesser, sondern so ein Leatherman. Das ist so ein richtig krasses Teil dann, so ein Survival-Ding. Ich glaube, das ist am sinnvollsten. Sie ist ganz logisch und unromantisch gedacht. Ich hätte jetzt auch sagen können, so ein Tagebuch oder so. Oder sowas, aber ich glaube... Und dann so, das ganze Tagebuch ist so, bis du zu dieser einsamen Insel gekommen bist, total spannend und jeden Tag ist irgendwas passiert, was du da reingeschrieben hast. Und dann bist du auf dieser Insel und schreibst so rein, sitzt immer noch am Strand. Ja. Und das so Tag für Tag. Wie als wenn man wahnsinnig wird und die Seiten so voll gekrickelt sind, bin immer noch am Strand. Voll, voll. Nee, also ich glaube, ich würde so ein Leatherman, so ein multifunktionales Ding. Das ist am logischsten, oder? Natürlich. Was will man irgendwie auch. Es gibt bestimmt auch Leute, die würden dann sagen, ein Handy. Ja, aber wenn du keinen Empfang hast. Hast keinen Empfang, hast wahrscheinlich nach 3 Stunden keinen Strom mehr. Eben. So. Komplett nutzlos. So 2 Stunden Candy Crush und dann ist das Ding im Eimer. Und dann, was machst du dann? Erstmal die wichtigen Dinge. Ich bin auf einer einsamen Insel, ich weiß nicht, wie ich hier wegkomme. Erstmal Candy Crush. Erstmal was spielen. Pokémon Go. Ja, wer weiß, ob da Pokémon auf dieser einsamen Insel. Ey, vielleicht sind da welche, die du. Ja, eben. Also wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Aber das Problem ist, dass du mit so einem Smartphone, wenn das dann leer ist, ja auch nicht mal. Weißt du, wenn du jetzt noch so ein altes Nokia hättest, dann könntest du wenigstens noch eine Kokosnuss knacken damit oder so. Müssen, ja. Aber mit so einem Smartphone, was willst du da machen? Kaputt. Zersprungen, alles kaputt. Ja. Ja, sehr spannende Frage und eine sehr rationale Antwort. Ja. Oh, ich habe eine Frage an dich. Ja. Wir haben vorhin beim Kochen drüber geredet, dass wir beide Squid Game gesehen haben, weil anscheinend jeder Squid Game schauen jeder. Muss. Das ist ja, was war das? Netflix hat gesagt, das haben 111 Millionen Accounts weltweit gesehen. Das ist verrückt, oder? Ja, das davor war, glaube ich, jetzt auch wieder, wo wir jetzt wieder bei diesem Trivialwissen-Thema sind. Vorher war es, glaube ich, Bridgerton. Ja, habe ich auch gesehen. Und das hatte knapp 90 Millionen. Also okay, Riesensprung. Ist Squid Game schon nochmal hart dran vorbei. Ja. Ja, meine Frage an dich ist, ich wurde ein bisschen geschämt dafür, dass ich das auf Deutsch geguckt habe. Hast du es auf Deutsch geguckt? Ja. Ich kann leider kein Koreanisch. Nein, aber das Ding ist, dass die coolen Leute es wohl auf Koreanisch mit englischem Untertitel gucken. Okay. Aber ich habe so, weil ich habe dann echt so gedacht, also ich habe das früher mal gemacht. Ja, früher, wenn ich so Animes geschaut habe, die es halt hier einfach noch nicht gab, die habe ich dann auch auf Japanisch mit englischem Untertitel geguckt. Mhm. Aber ich habe immer das Gefühl, dir geht dann so viel verloren von dem Bild, weil du halt doch auch damit beschäftigt bist, das zu lesen. Und je nachdem, wie gut die Subtitles gemacht sind, manche packen die auch einfach so viel übereinander, dass du gar nicht hinterherkommst, es zu lesen. Und manche sind so schnell, dass sie zu schnell wieder wechseln, dann musst du wieder zurückspulen, weil du es nicht verstanden hast. Ja. Und ich bin auch so, wenn ich Fernsehen gucke, keine Ahnung, greife ich hier mal nach meinem Glas oder dann gucke ich mal kurz was auf dem Telefon oder so. Und dann habe ich 5 Sekunden nicht dahin geguckt und schon 3 Sätze verpasst, die irgendwas Essentielles beinhaltet haben. Ja. Und deshalb habe ich das auf Deutsch geguckt. Und dann war es so, das guckt man auf Koreanisch mit Untertiteln. Also, ja, wenn man nicht dazu kommt, kann man das bestimmt machen. Aber ich habe es tatsächlich auch auf Deutsch gesehen und komplett ohne Untertitel, weil ich so dachte, ich möchte ja sehen, was da abgeht und nicht die ganze Zeit lesen. Ja. Also ich gucke gerne auch mal Dinge im Original auf Englisch dann aber. Ja. Hab dann trotzdem sehr häufig auch die Untertitel an. Aber dann liest man nicht mehr so wirklich mit, weil man der Sprache Englischer in irgendeiner Art und Weise mächtig ist. Und bei Koreanisch hätte ich jetzt, also ich weiß nicht, dadurch, dass das eine sehr ungehörte Sprache in unserem Kulturkreis ist, weiß ich auch nicht, ob es mich irgendwann gestört hätte. Also, ich war mir auch unsicher. Also, wie gesagt, Japanisch habe ich so im Ohr, dadurch, dass ich das früher öfter gemacht habe. Aber Koreanisch habe ich jetzt auch nicht so im Ohr. Und ich war schon immer so verwirrt, darüber nachzudenken, okay, wie viel sind jetzt so und so viel 100.000 Won? Weil ich so war... Das habe ich auch nachgeguckt. Ja, aber das ist anscheinend eines der meist gegoogelten Sachen jetzt gerade. Wie viel One sind ein Euro? Weil, aber sonst verstehst du ja auch gar nicht, wie viel es da jetzt gerade geht. Ne? Ja. Also, es ist immer noch viel Geld. Es ist viel Geld. Aber umgerechnet ist es immer noch sehr viel Geld, ja. Ja.
sehr weit weg von Milliarden, aber immer noch ordentlich, würde ich sagen. Ja, absolut. Aber das hat mich dann schon immer so verwirrt, weil ich so dachte, okay, wie viel ist das jetzt eigentlich gerade? Ja. Ich habe auch noch Untertitel hätte. Aber ich hatte dann so ein schlechtes Gewissen, dass ich tatsächlich, also mein Kollege Jan Rogler, der ist ja auch so ein Fan von sowas und der hat es auf Koreanisch mit Untertiteln geguckt. Hat er dich einfach dafür geschämt, dass du es nicht getan hast? Vielleicht. Aber auf jeden Fall hat er mir dann empfohlen, ich soll doch auch Alice in Borderland schauen. Was quasi eine japanische Version von so einem Spiel. Ah, das ist jetzt immer auf meiner Startseite bei Netflix. Ja, genau, weil das quasi ein ähnliches Konzept ist, aber das kommt aus Japan. Und dann habe ich so gedacht, okay, japanisch habe ich schon ein bisschen im Ohr. Und das habe ich dann tatsächlich auf japanisch mit deutschem Untertitel geschaut. Aber lohnt sich diese Sendung dann auch? Oder, Weißt du, was mich voll geärgert hat bei Alice in Borderland? Als Jan mir das empfohlen hat, hat er nicht gesagt, dass es mit einem Cliffhanger endet und dass es eine zweite Staffel geben wird. Und dann war ich so richtig so, Mann, dann hätte ich auch warten können, bis die zweite Staffel draußen ist und dann alles hintereinander gucken. Ja, das am schlimmsten fand ich das bei Hast du Dark gesehen? Ja, aber tatsächlich dann nicht weitergeguckt, weil es dann so lange auseinander lag, die zwei Staffeln. Das ist ja... Für alle, die es nicht wissen, Dark ist eine sehr gut produzierte deutsche Serie auf Netflix. Sie ist wirklich extremst gut. Ja. Da geht es um Zeitreisen, aber jetzt nicht auf so eine doofe Art und Weise Zeitreisen, sondern es sind eher so Zeitstränge, sag ich mal. Mit dem coolen 80er-Jahre-Nena-Song. Auf jeden Fall sind diese auch im 33-Jahr-Zyklus. Also all diese drei Parallelzeiten sind 33 Jahre auseinander. Und die Charaktere in dem einen Strang kommen auch in dem jüngeren Strang und auch im älteren Strang vor. Und die sind so gut gecastet, diese Leute, dass die sich wirklich ähnlich sehen, ohne dass es dieselben Leute sind, die einfach mit Make-up oder so vollgeklatscht wurden. Ja, okay. Das sind einfach dieselben, nicht dieselben Leute. Ja. Aber es ist wirklich so gut gecastet, dass es so gut aussieht. Und diese Serie ist auch so unendlich kompliziert, dass die erste Staffel geguckt, okay, alles klar. Ankündigung, zweite Staffel kommt raus. Ich dachte, jetzt anfangen? Könnte man jetzt anfangen? Den Recap von Staffel 1 geguckt, nach ein Jahr später schon wieder nichts verstanden, was da abging. Und dann kam direkt auch die Nachricht von Netflix, es wird auch eine dritte und letzte Staffel geben. Okay. Und dann dachte ich, nee, warte ich jetzt einfach, bis die dritte raus ist und dann gucke ich nochmal alles von vorne. Ja. Siehst du, bei mir war es nämlich auch so. Ich habe nämlich die erste geguckt und fand die auch fantastisch. Dann habe ich angefangen, die zweite zu gucken, so zwei Folgen oder so. Und ich habe gedacht, ich habe keine Ahnung, was hier gerade abgeht. Stimmt gar nicht. Und ich war raus. Ich war raus und dann habe ich nicht weitergeguckt. Ja. Ich glaube, es war wirklich, weil so viel Zeit zwischen den Staffeln lag. Ja, das ist dann echt schade, weil es echt gut gemacht ist und viel Gedanken hinterstecken. Ja. Und dann versteht man es einfach nicht mehr, weil da so viel Zeit zwischen ist und man das Thema schon wieder vergessen hat, weil man schon wieder 15 andere Serien geguckt hat. Ja, nee, das ist nämlich wirklich gut, weil ich habe ja vorhin auch gesagt, dass ich auch Krimis total gerne mag und das ist ja eigentlich wie so ein Zeitreise-Krimi. Ne? Ja. Ja. Fand ich, also erste Staffel fand ich richtig gut. Dann solltest du es weitergucken. Okay, ich mache mich nochmal dran. Wenn dann die dritte draußen ist. Ist die schon draußen? Nein. Ja, doch. Ja, doch. Okay, dann muss ich es nochmal von vorne anfangen. Ja, das war jetzt ein bisschen Nerd-Talk zwischendurch, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Das ist ganz viel Anteil von diesem Video ist Nerd-Talk. Ja, aber ich meine, dieses Interview oder Video oder dieser Talk, es ist ja nicht nur ein Interview, es ist ja ein Talk in der Art und Weise, ist ja auch nicht nur dafür da, dass wir uns jetzt hier nur über deinen Beruf austauschen, was natürlich auch einen großen Anteil an diesem Gespräch hatte, sondern auch, was dich privat halt interessiert. Ja. Und da fällt mir dann noch eine Sache ein. Ja. Und zwar, du hast ja eigentlich aktuell nur montags frei. Mhm. Das heißt, du verbringst sehr viel Zeit im Theater. Ja. Und du bist ja auch, du kommst ja auch nicht nur eine halbe Stunde vor Showbeginn ins Theater, sondern ihr probt wahrscheinlich auch nochmal und habt Warm-ups und so weiter. Wie viel Zeit verbringst du am Ende des Tages im Theater und wie viel Zeit letztendlich zu Hause? Uff, also es kommt wirklich drauf an. Es ist so, also anderthalb Stunden vor Showbeginn muss ich auf jeden Fall im Theater sein. Einfach weil ich auch eine sehr frühe Maskenzeit habe und ich muss, bevor ich in der Maskenzeit meine Perücke aufgesetzt bekomme, muss ich schon zumindest eine Grundierung geschminkt haben.
weil ja an Perücken immer so ein bisschen Tüll vorne noch dran ist, ne? Und wenn der sitzt, kann ich da ganz schlecht noch irgendwas an Grundierung drunter schminken und dann sieht es so doof aus, ist dieser Farbübergang, ne? Das heißt, das muss dann vorher passiert sein und meine Maskenzeit ist halt relativ früh und deshalb bin ich immer mindestens 1,5 Stunden vor Showbeginn im Theater. Und es gibt aber dann halt auch, also wir hatten jetzt die letzten paar Wochen immer noch relativ viel, also ich zum Glück nicht ganz so viel, aber es war relativ viel los noch im Theater, weil wir noch so viele Put-ins hatten. Ja. Ne? Weil ja die zweite oder die erste Charge-Cover und die zweite Charge-Cover noch eingelernt werden mussten. Und jetzt haben wir zu dem Zeitpunkt, wo dieses Video aufgenommen wird, diese Woche auch noch einen Put-in für einen neuen Dirigenten, der zusätzlich noch dazu kommt, der die Show aber dann halt auch einmal als Probe durchdirigiert haben muss. Und solche Sachen hast du immer wieder. Dann hast du immer wieder mal Proben tagsüber, weil aufgefallen ist, dass irgendwo was ein bisschen sich verlaufen hat oder nicht mehr die gleiche Intention hat, die es am Anfang mal hatte. Das passiert ganz leicht, wenn du es 8-mal die Woche machst, ne? Dass dann irgendwo sich Intentionen ändern, weil Leute sich ausprobieren oder was auch immer, ne? Kann ja sein. Und sowas hast du immer wieder. Also bei 8 Showwochen ist schon die Work-Life-Balance ist schwierig. Weil natürlich auch, also man muss auch sagen, in den 3 Stunden Show, also die Show ist ja 3 Stunden lang, ne, wird auch so viel Energie verballert. Und die brauchst du aber dann halt abends. Und das ist dein Hauptarbeitsakt ist ja am Ende des Tages. Ja. Das heißt, du musst ja auch vorher deine Energie echt gut einteilen. Also ich meine, wir haben Kollegen, die gehen dann vor einer Show tagsüber irgendwie noch Lasertaggen oder was weiß ich. Aber also das kannst du auch nicht dauerhaft machen, solche Sachen. Ne? Also du musst dir schon deine Energie gut einteilen. Beim Starlight Express, um auf das Thema auch nochmal zurückzukommen, da gab es auch einen Darsteller, der den Greaseball gespielt hat. Ja. Und der ist vor einer Doppelshow wohl auch gerne mal noch ins Fitnesscenter gegangen und ist dann auch noch auf dem Laufband irgendwie kilometerweit gelaufen und dann noch eine Doppelshow als Dieselzug spielen und dann auch noch mal Kilometer um Kilometer abzureißen auf Rollschuhen. Also klingt jetzt so, ist ja auf Rollschuhen umgerollt, so, ne? Aber das ist wahnsinnig anstrengend. Das ist super anstrengend. Weil die auch die ganze Zeit in die Knie gehen müssen. Ja, ne? Und so. Ja. Also und dabei noch tanzen, Choreografie. Ja. Und ich dachte, was ist er denn für eine Maschine? Wenn ich da eine Doppelshow in meiner Sparte, die ich da gemacht habe, das fand ich schon so anstrengend, weil ich auch so viel Gästekontakt auch hatte. Was ja auch anstrengend ist, weil du so viele Eindrücke den ganzen Tag über reingeballert bekommst und mit den verschiedensten Menschen zu tun hast. Und der geht einfach erstmal noch vor einer Doppelshow ins Fitnesscenter. Und ich dachte so, was für eine Maschine. Ja, es gibt solche Leute. Also ich finde vor allem, gibt es viele Männer, die das machen. Also die dann vorher auch noch so richtig auspowern im Fitnessstudio und dann Doppelshow spielen. Ich meine, Respekt. Ja. Ich kann das nicht. Ich kann nicht mal. Nein, ich gehe eigentlich nie ins Fitnessstudio. Ich wollte gerade sagen, nicht mal vor einer Einzelshow, aber auch an meinem freien Tag nicht. Also eigentlich nie. Ey, no shame. Also ich auch nicht. Mittlerweile, ich sage ja jetzt immer gerne, Corona war eine schwere Zeit. Dann auch so mit Homeoffice, die Bewegung wird immer weniger. Man lernt Essen noch mehr zu schätzen als sowieso schon, weil man ja gefühlt irgendwie nichts mehr hatte. So, ne? Man konnte nicht irgendwo mehr hingehen, nichts mehr machen, man konnte auch nicht mehr ins Restaurant gehen. Hat man mehr selber und auch sehr gut gekocht oder viel oder was auch immer. Deswegen ich auch überhaupt dazu gekommen bin, jetzt irgendwie zu sagen, hey, ne, sag mir doch mal dein Lieblingsessen und dann kochen wir das. Ja. Einfach auch aus dem Grund, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber man verfällt ja dann doch relativ häufig in so ein Muster, dass man dann doch immer dieselben Dinge kocht. Ja. Und da dachte ich, mit solchen Videos und auch nicht nur um euch als Darsteller oder generell als Künstler besser kennenzulernen, sondern auch, was mögen die, dass man dann vielleicht auch nochmal so Inspiration irgendwie bekommt für euch, für mich, für dich vielleicht auch in jeglicher Art und Weise, irgendwie nochmal was anderes zu entdecken, so was man vorher in der Art vielleicht noch nicht kannte. Also das Gericht, was wir gekocht haben, ihr seht es im anderen Video. Verlinken es. Jetzt. kannte ich so auch noch nicht. Ja. Deswegen finde ich das total toll, irgendwie so, das so
zu kombinieren halt alles. Ja, total. Ja, also das Ding ist, mich hat es mit den geschlossenen Fitnessstudios jetzt in Corona nicht so gestört, weil ich halt nicht so gerne ins Fitnessstudio gehe. Aber wofür ich Corona genutzt habe, wofür ich sonst nicht so viel Zeit habe, vor allem weil ich halt auch meistens in Großstädten lebe, ist, ich habe ja Corona auf dem Land verbracht und ich habe wahnsinnig viele Spaziergänge gemacht, so durch den Wald und so. Mhm. Und das liebe ich auch. Ja. Also es ist nicht so, dass ich ein inaktiver Mensch bin. Ja. Aber halt so, anders. Genau, also Fitnessstudio, das gibt mir gar nichts. Ja. Aber draußen rumlaufen mit meinem Hund oder so, ne, das ist das mache ich total gerne. Aber auch das ist natürlich jetzt hier in der Stadt nicht ganz so schön, wie wenn man durch den Wald laufen kann. So. Wobei ein ganz tolles Ausflugsziel, klingt jetzt ein bisschen weird, wenn ich das jetzt so sage, kennst du den Friedhof in Ohlsdorf? Nee. Das ist wirklich ein sehr beeindruckend tatsächlich, weil das ist der größte Parkfriedhof der Welt, glaube ich sogar. Was? Ich weiß nicht, da gibt es Gräber von 1800, 1700, also das ist wirklich, das sind sehr alte Gräber. Der ist so groß, also wirklich viel größer als der Stadtpark. Ja. Da fahren Busse durch. Durch diesen Friedhof. Okay. Der ist so groß, der hat ein eigenes Linienverkehrssystem. Cool. Also falls du, also da ist auch sehr viel, viele große Bäume, also es ist auch schon sehr alt natürlich an der Friedhof, wenn da so alte Gräber sind und so. Sehr viele hohe Bäume auch, also so für so einen ungewöhnlicheren Naturspaziergang sehr zu empfehlen. Das ist total cool. Na, ich mag das, ich finde Friedhöfe sind immer total faszinierend. Ja. Ich mag das auch, wenn du so Friedhöfe mit so alten Gräbern hast und dann kannst du dir so Geschichten ausdenken zu den Leuten, die da begraben sind. Ne? Ich weiß noch, wir waren, als ich ein Teenager war, haben wir mit der Familie mal so einen Tagesausflug nach Venedig gemacht. Mhm. Und dann hat alles länger gedauert als gedacht und dann waren wir gar nicht so lange da und dann haben wir das nicht geschafft. Aber ich wollte damals eigentlich unbedingt auf diese Friedhofsinsel. Die haben ja auch so eine eigene Insel für den Friedhof und wir sind da nicht hingefahren, weil es mit der Fähre dann irgendwie zu lange gedauert hätte. Was weiß ich. Da habe ich mich damals voll geärgert, weil ich sowas eigentlich total faszinierend finde. Also, guter Tipp. Geht hier keiner nach Hause, ohne irgendwie einen guten Tipp zu bekommen. Voll. Ja, dafür wohne ich jetzt mittlerweile auch schon seit über 5 Jahren in Hamburg und habe das auch erst vor ein paar Monaten kennengelernt, dass es das gibt. Ja, aber cool. Das werde ich ausprobieren. Das finde ich cool. Wenn ich es jetzt nicht ganz aus dem Kontext rausreiße, als ich dich gefragt habe, ob du Lust hast auf ein Kochvideo, da kam, glaube ich, von dir eine Antwort wie, dass du keine so gute Köchin bist. Ja, das ist richtig. Liegt es daran, dass du keine Zeit hast oder weil du es nicht allzu gerne selber machst? Also ich glaube, es hat verschiedene Gründe. Also meine Mama ist eine fantastische Köchin und es ist wahnsinnig schwer, da ranzukommen, sodass ich es dann ganz oft als Jugendliche überhaupt nicht versucht habe, weil ich so dachte, ich kann sowieso nicht besser kochen als sie. Ne? Und dann, als ich dann ausgezogen bin zum Studieren und so, da ging es ja dann nicht anders. Aber mir haben meine eigenen Sachen halt nie so gut geschmeckt wie die von Mama. Ne? Und dann, und das ist... Mamas Küche. und dann ist es halt, ja, keine Ahnung. Ich bin auch nicht so... Es gibt ja Leute, die wirklich nur so mit Leidenschaft kochen und die da auch so richtig gut drin sind. Und ich liebe gutes Essen, aber irgendwie... Ja, es ist nicht so meine Leidenschaft, es selbst zuzubereiten. Ich habe immer so das Gefühl, wenn man selbst kocht, dann ist man irgendwie am Ende dann gar nicht so hungrig, wenn man fertig ist mit Kochen. Also ich habe so das Gefühl, dass man sich so selbst den Hunger so ein bisschen wegkocht, wenn man es selbst kocht. Okay, das habe ich, glaube ich, auch noch nie gehört. Ja, ich weiß nicht. Also oft steht man dann ja eher so am Herd und rührt da irgendwas rum und denkt so, das riecht aber gut und gerade dann steigt doch eigentlich die Lust auf jeden Fall darauf, das dann auch zu essen. Es kann sein, dass ich beim Kochen einfach, also heute habe ich mich zurückgehalten, als wir zusammen gekocht haben, dass ich wahrscheinlich so viel zwischendurch snacke, dass ich dann keine Hunger mehr habe. Okay, gut, das
Also bist du dann gern gesehener Gast in der Theaterkantine? Nee, ich bemühe mich selbst zu kochen. Aber zum Beispiel am Wochenende, wenn wir Doppelschau spielen, ja, da esse ich immer in der Kantine. Ja. Weil ich dann auch mir den Stress nicht mache vorher. Klar. Was selbst zu kochen. Es gibt Kollegen, die machen das. Mhm. Und es ist auch super. Ich finde es auch super, wenn die dann ihr eigenes Zeug dabei haben und so. Ja. Aber das ist, also ich kann das nicht irgendwie, das bin da zu faul, glaube ich. Das ist eh schon ein langer Tag, Doppelschau im Theater, dann muss das nicht auch noch sein. Ja, total. Vor allem, wenn du eine gute Quelle hast, wo du dann eh hingehen kannst, um trotzdem gut zu essen. Total. Wo ich tatsächlich auch für Doppelschau-Tage gekocht habe, war der Musical Dome. Mhm. Denn der Musical Dome hat keine Kantine. Und dann war es doch auch ein bisschen teuer, jedes Mal dann durch Köln zu laufen und irgendwas schnell zu kaufen. Das war Backstage, also Stage Door. Ja. Und Kölner Bahnhof sind gefühlt auch nur so 20 Meter Luftlinie, oder? Ja, aber das wird halt auf Dauer dann teuer. Ne? Klar. Wenn du jedes Mal rennst du mit. Wobei, wenn du von da aus durchläufst durch den Bahnhof, auf der anderen Seite ist an der, wenn du die Straße dann einfach weiter, also du kommst raus aus dem Bahnhof und läufst die Straße einfach weiter bis zur ersten Ecke, da ist ein Pokéball-Laden. Pokémakai ist der, glaube ich. Und der hat mir immer wieder ein Wochenende gerettet. Wenn ich es wirklich nicht geschafft habe zu kochen, dann bin ich da hingegangen und diese Bowls, die waren fantastisch und die waren auch genau das richtige Essen für so zwischendurch, zwischen so zwei Doppelschaus. Also ich so Pokéballs mag ich sowieso total gerne. und das war wirklich so das Einzige, wo ich dann ab und zu mal gesagt habe, okay, das gönne ich mir jetzt mal. Aber ansonsten habe ich in Köln tatsächlich, weil es halt keine Kantine gab, meistens selbst gekocht. Auch für Doppelschaus. Ja. Ich habe gerade drüber nachgedacht. Über Social Media kennen wir uns ja jetzt eigentlich schon eine ganze Weile. Ja. Das erste Mal in echt begegnet sind wir uns bei Mitternachtsball vor 2 Jahren. Ja. Da sind wir zusammen mit Anja Wenzel, sind wir durch die Kantine getigert und haben mal geguckt, was das Catering dazu bieten hat. Ja. Und haben dann noch ein kleines Mini-Interview auch noch drangehangen. Das war irgendwie ganz witzig. Ja, das war mega. Und Anja ist ja zum Beispiel auch jemand, die kocht ja mit einer Leidenschaft. Ja. Und die kocht auch ganz fantastisch. Aber sie kocht fantastisch, weil sie mit einer Leidenschaft kocht. Ja, die hat kein Problem damit wahrscheinlich, für Doppelschaus zu kochen. Ja, das stimmt. Ja, mit ihr habe ich ja auch schon mal so ein Musical-Dinner-Video gemacht, wo dann ja auch noch andere Leute gekommen sind. Das würde ich eigentlich auch irgendwie mal wieder gerne machen. Klar. Aber irgendwie ist das mit Corona im Hinterkopf, ist das immer noch so eine Bremse im Kopf, ne, dass man, oder auch generell auch das Organisatorische irgendwie, 4, 5, 6 Leute an einem Abend gleichzeitig an einen Ort zu bekommen, irgendwie nach einer Show oder an einem spielfreien Tag, ist auch irgendwie. Ja, absolut. Ja, während Corona gab es mal ein paar Pläne dazu, auch immer, wenn es wieder so ein paar Lockerungen gab. Ja. Aber immer, wenn das dann konkret wurde in der Planung, auch mit wem und wer könnte noch dabei sein und so, dann kam wieder irgendwie Lockdown. Ja. Ich hoffe, dass wir die Lockdown-Phasen überstanden haben. Ja, wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich. Ich frage mich nur, also ohne jetzt irgendwie zu viel über Corona-Politik oder irgendwie jetzt so zu reden oder drüber zu haten oder was auch immer, es ist schon merkwürdig, dass jetzt so zu den Wintermonaten angeblich weitere Lockerungen kommen sollen, wo man sich ja irgendwie denkt, wie passt das zusammen? Das sind die Monate, wo die meisten Leute wieder krank werden. Ja, ich finde es auch so bedenklich, dass so viele Leute, die doppelt geimpft sind, sich ja doch wieder anstecken. Ne? Mhm. Das ist sowas, was mir so ein bisschen, also es soll jetzt nicht hier irgendwie als Doomsday-Nachricht kommen oder so, aber das ist sowas, was mir ein bisschen ein mulmiges Gefühl gibt, weil man ja doch so nach der zweiten Impfung gedacht hat, jetzt habe ich eine gewisse Sicherheit. Ne? Ja. Also natürlich 100%iger Schutz war es nie, aber dass man jetzt doch immer öfter hört, dass Leute sich dann das nochmal angesteckt haben. Ja, deswegen soll man sich ja jetzt noch die Booster-Impfung holen. Gut, bis wir das wieder alles organisiert haben, ne? Ja, weil wir damit dann durch sind, keine Ahnung. Werden einfach niemals fertig. Das wird jetzt immer so ein halbjähriges Ding wahrscheinlich. Uff, ja. Aber schon ein langes Video, aber ich finde das irgendwie
auch mal ganz nett, dass man nicht immer so mit der Zeit im Nacken oder mit einer Uhr oder irgendwie wir haben jetzt eine Viertelstunde Zeit für das Interview oder irgendwie sondern ne, da muss man sich dann auch immer so kurz fassen mit den Antworten oft oder man muss dann auch sehr punktiert die Fragen auch stellen, damit man irgendwie so denkt, okay, ich habe hier 10 Fragen, ich habe eine Viertelstunde Zeit. Voll. Let's go. Ja, total. Der Interviewpartner muss dann auch immer, okay, ich habe eine Antwort, aber ich könnte noch mehr erzählen, aber total. Ich habe keine Zeit, ich muss gleich nochmal proben oder Warm-up oder irgendwas. Ja. Deswegen ist das irgendwie ganz, ganz schön, auch mal so ein langes Video zu machen, was auch vielleicht so ein bisschen podcastmäßig irgendwie rüberkommt. Voll. Ja, es ist eigentlich wie eine Podcast-Folge. Ja, also vielleicht gucken die Leute das nicht mal sich an, sondern haben das so zum Einschlafen nebenbei oder irgendwas. Also eigentlich ein schöner Gedanke. So. Ja, das mache ich tatsächlich jetzt auch. Also ich habe die ganze Zeit Podcasts nicht so gehört, aber ich habe jetzt doch welche, die ich zum Einschlafen manchmal anhöre. Mhm. Der einzige Podcast, den ich wirklich empfehlen kann, aber da muss man aktiv zuhören, den kann man nicht zum Einschlafen hören, ist der von Lisann. Der Katzen- und Cash-Cows. Mhm, ja. Also zum Thema Musical ist das ein super Podcast. Ja. Die ich zum Einschlafen höre, sind dann Sachen, wo man auch mal wegdösen kann. Ja. Also sowas wie Mordlust oder... Dabei kannst du schlafen. Ja, jetzt, tatsächlich. Jetzt mache ich mir Gedanken. Abbruch. Oder es gibt auch dieses Welcome to Night Vale. Das ist auch so einer. Deshalb auch Englisch. Okay. Das sind so ein bisschen, kennst du diese Sendung von früher noch, die Twilight Zone? Ja. So in die Richtung. Ah, okay. So schon so ein bisschen Hörspielcharakter? Nee, du hast quasi immer so ein, also Night Vale ist so eine Stadt und das ist der Radiosprecher. Und der erzählt einfach immer über komische Events in Night Vale. Ah, okay. Ja. Ist ganz lustig. Nicht mehr lange, da macht Netflix eine Serie drüber. Wahrscheinlich. Aber wir sind, glaube ich, auch soweit gut durch dann, oder? Ja. Ich würde Abbruch, das war das Stichwort. Es dauert jetzt lange genug und Pamina wird jetzt auch ein bisschen gruselig. Jetzt wird sie langsam komisch. Ja, jetzt ist langsam. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr bis zu dieser Stelle hier geguckt habt oder gehört habt. Ja. Würde mich mal sehr interessieren, wer so lange durchgehalten hat, sich unser Theater, teils nerdiges Gequatsche anzuhören, wer so lange dran geblieben ist. Wenn nicht schlimm, dann gibt es keine Kommentare. Wenn euch das Video aber trotzdem gefallen hat, dann lasst gerne auch einen Daumen nach oben natürlich da und abonniert auch gerne diesen Kanal, das ist völlig kostenlos, aber mich freut. Ja. Dann vielen Dank auch an dich, Pamina. Schön, dass du dir an deinem freien Abend, deinem einzigen freien Abend in der Woche die Zeit genommen hast, mit mir stundenlang zu kochen und zu quatschen. Gerne. Das hat mich sehr gefreut und vielen Dank. Ja, es war sehr cool bei dir. Vielen Dank für die Einladung. Danke, danke. Und ich bin gespannt auch, was ihr so sagt zu unserem Nerd-Gespräch hier. Hättet ihr auch Digimon als eure Fantasiewelt gewählt? Wahrscheinlich nicht, aber was hättet ihr stattdessen genommen? Auch in die Kommentare, falls ihr bis hierhin geguckt habt. Ciao.